Felix, erstmal muss ich ein großes Lob aussprechen. Ihr habt eine Mega-Leistung heute abgerufen, ein sehr starkes Spiel gemacht. Ihr bringt euch leider heute um 2 Punkte. Du konntest das Spiel von hinten beobachten. Was sagst du dazu? Ja, ich fand, wir haben ein super Spiel gemacht. Wieder jeder Einzelne hat alles gegeben. Wir machen vorne leider die Tore nicht. Kriegen dann 2 Standardstore, die absolut vermeidbar gewesen sind. Aber geben einfach nicht auf. Ich glaube, wir waren selbst mit einem Mann weniger noch am Drücken bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, wir haben 800 brenzlige Situationen. Der Schiri pfeift keine für uns. Bei uns fliegen die Karten uns um die Ohren. Das ist einfach, ja, keine Ahnung. Muss man immer nachfragen, was da heute wohl los war mit der Leistung. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht nur auf den Schiri schieben. Wenn wir noch ein Tor machen, dann steht es 3-2 und nicht 2-2. Aber wir haben schon in der letzten halben Stunde gemerkt, es war ein sehr emotionales Spiel. Es war halt höchst verdient, wenn ihr noch das Tor geschossen hättet. Aber woran liegt es, dass so schnell die 2 Tore mal fallen? Ihr führt und bekommt im Gegenzug fast das Gegentor. Keine Ahnung. Würde ich das wissen oder würden wir das wissen, würden wir das, glaube ich, abstellen. Keine Ahnung, vielleicht sind wir da geistig noch nicht da. Keine Ahnung. Müssen wir abhaken, müssen wir schauen, dass wir das jetzt nächste Woche gegen Dortmund anders machen und da die 3 Punkte mit nach Hause bringen. Ich wünsche es euch. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ja, ich glaube, das Wetter passt auch gerade in den letzten Minuten, zu den letzten paar Minuten auch vom Spiel. 9000 Zuschauer, es war eine Mega-Stimmung, eine Mega-Leistung von euch. Wie bitter enttäuscht ist man dann doch nur über diesen einen Punkt? Ja, brutal enttäuscht. Ich glaube, heute werde ich nicht so viele Stunden schlafen können nach diesem Spiel. Ich glaube, wenn man die Tore abzieht, glaube ich, war es mit eins unserer besten Spiele dieses Jahr. Brutal dominant, mit einer Idee, die zu 100% aufgegangen ist, mit einer Vielzahl an Chancen. Aber dann kriegst du so 2 Eier rein. Ja, das ist einfach unnötig, ja. Man hat schon bei vielen gemerkt, wie hoch die Emotionen auch die letzten 25, 30 Minuten waren. Aber ich kann euch sagen, die Zuschauer gingen heute voll mit. Ich glaube, für uns Hallenser war es heute ein super Spiel, auch mal wieder so eins live im Stadion zu sehen. Ja, es freut uns als Mannschaft natürlich, wenn das den Leuten gefallen hat. Ich glaube, wir wollten ihnen heute 3 Punkte schenken. Hat leider nicht geklappt. Das müssen wir beim nächsten Mal Anlauf nehmen. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal rein. Ja, ganz schnell, genau. Vielen Dank. Ja, zu Hause 2-2. Ein Flutlichtspiel, wie man es sich wünscht, mit den Zuschauern, wie man es sich wünscht. Trotzdem sind alle ein bisschen geknickt und traurig. Ist es bei dir genauso? Ja, klar. Ich glaube, wenn man zweimal führt, dann will man natürlich auch den Sieg über die Zeit bringen. Trotz allem muss man ja auch sagen, dass Duisburg jetzt keine schlechte Truppe ist. Aber ja, eher geknickt, anstatt dass die Freude überwiegt irgendwie. Ja, nach dem Spielverlauf darf man das Spiel eigentlich auch gar nicht mehr verlieren. Oder am Schluss, wenn es trotzdem noch irgendwie den Ball drüber drücken. Was nehmt ihr für die nächsten Spiele mit? Ja, ich glaube genau das. Also ich denke, wir haben wieder ein gutes Spiel absolviert. Ja. Müssen vielleicht muss es auch reichen, dass wir 2 Tore schießen irgendwann mal, dass wir 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Aber ansonsten kann ich der Mannschaft kaum Vorwurf machen. Sind wieder gelaufen wie die Hasen. Hatten, glaube ich, eine ganz gute Spielanlage, hatten viele Chancen. Ja, und deswegen sind wir halt geknickt, dass es leider nur ein Punkt geworden ist. Dann hoffen wir, dass es das nächste Mal mit so einer Leistung auch reicht. Vielen Dank und jetzt ganz schnell rein. Danke.